Herr Ministerpräsident, lieber Daniel, liebe Mitglieder der Hermann-Ehlers-Stiftung, liebe Gäste und ganz besonders liebe Familie von Otto Bernhard. Erstmal ganz herzlichen Dank für die musikalische Einstimmung. Das, denke ich, kann ich von uns allen sagen. Und dann gibt es noch eine kleine Regieanweisung, wie Karin Prien eben auch schon einige gegeben hat. Sie werden dem hier während des Abends sicherlich auch noch mal mit der Kamera konfrontiert. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie noch eine kurze Grußbotschaft für Otto Bernhard darauf sprechen würden. Ich glaube, er würde sich sehr freuen. Ja, meine Damen und Herren, ich muss zugeben, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Ich freue mich sehr, dass ich gewählt worden bin, eben von einem Großteil der Mitglieder. Herzlichen Dank dafür nochmal und freue mich eben auch sehr, dass ich hier als frisch gewählte Vorsitzende der Hermann-Ehlers-Akademie zu Ihnen sprechen darf. Das ist ein wirklich ganz besonderer Moment für mich. Und wir haben einen frohen Anlass, aber wir haben auch einen Wermutstropfen oder mehrere Wermutstropfen. Denn wie Sie wissen, kann Otto Bernhard, der nun 27 Jahre der Vorsitzende der Hermann-Ehlers-Stiftung war, heute Abend leider nicht persönlich hier teilnehmen. Seine Gesundheit lässt es leider nicht zu, dass er mit uns hier gemeinsam seinen Abschied aus dem Vorstand der Hermann-Ehlers-Stiftung feiern kann. Er hat mir jedoch in der ihm eigenen Art und Deutlichkeit mitgeteilt, dass er überhaupt nicht möchte, dass diese Verabschiedung, seine Verabschiedung erneut verschoben wird. Allein den Ministerpräsidenten und zwei Ministerinnen terminlich unter einen Hut zu kriegen, sonst klappt das ganz gut mit unter einem Hut, aber terminlich, das wusste er, das wäre dann in diesem Jahr nichts mehr geworden. Und so hat er darum gebeten, dass wir die Veranstaltung auf Video aufnehmen. Das machen wir, wie Sie sehen. Und außerdem hat er uns auch eine kurze Grußbotschaft gesendet und die werden wir nachher auch noch einmal hören. Otto Bernhard ist und bleibt ein Pragmatiker auch in... Ach so, aber scheinbar hören Sie mich auch so. Sabine, wäre gut, wenn du nochmal alles machen würdest. Also wenn mein Ministerpräsident das sagt, dann mache ich das natürlich. Aber ich glaube, ich mache einfach mal weiter oder kriegen wir das hin hier? Wollen wir mal hören? Hören Sie mich jetzt besser? Ja, aber... Nee, das machen wir nicht. Für Otto nochmal. Kriegt er das nicht mit? Wir haben das auf Video, Angelika, das kriegen wir hin. Und außerdem die wirklich wichtigen Sätze zu Otto Bernhard werde ich jetzt sowieso erst sagen. Also Otto Bernhard, das sehen Sie und hören Sie, der ist und bleibt Pragmatiker, auch in dieser für ihn sicher nicht leichten Situation. Ich habe vor ein paar Stunden noch mit ihm telefoniert, ich soll Sie herzlich grüßen. Und er freut sich sehr, dass so viele heute gekommen sind, um seinen Abschied zu feiern. Es geht ihm auch den Umständen entsprechend, wenn ich das so sagen darf, mit Blick auf die Familie, so leidlich gut. Und er hat die Hoffnung, dass er in wenigen Wochen nach Hause kann. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um Otto Bernhard und auch den anderen Mitgliedern des Vorstandes, die heute ausgeschieden sind, für ihr langes und erfolgreiches Wirken in der Stiftung ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Und um uns mit einem Fest, soweit das in diesen Corona-Zeiten möglich ist, von Ihnen zu verabschieden. Apropos Fest. An dieser Stelle möchte ich einen großen Dank dafür aussprechen, dafür nämlich, dass es überhaupt möglich ist, dieses Fest hier zu feiern. Und deshalb bedanke ich mich sehr herzlich bei unserem Sponsor. Der Braunschweiger Privatbank, von der heute Herr Sascha Kükenitz und Herr Michael Feisthauer hier anwesend sind. Die beiden Herren sitzen da, also ganz, ganz vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ja, meine Damen und Herren, wenn man Otto Bernhards Wirken für die Hermann-Ehlers-Stiftung angemessen würdigen möchte, dann könnte man natürlich die 27 Jahre seines Wirkens einfach chronologisch nacherzählen. Schlaglichtartig und an Jahreszahlen orientiert. Die andere Möglichkeit ist, den Status quo zu betrachten und zurückzuschauen. Für den letzteren Weg habe ich mich entschieden. Wenn Sie sich die Hermann-Ehlers-Stiftung heute anschauen, dann sind die Visitenkarten ein historisches, wunderbar saniertes Akademiegebäude im Niemandsweg in Kiel,
ein hochmodernes Studentenwohnheim auf dem Campus der Universität hier in Kiel und ein modernisiertes Wohnheim in Bojensdorf. Die Akademie und die Stiftung werden gemanagt von einem sehr motivierten Team unter der Leitung von Marcia Jankwitz. So ist sie eben. Da ist sie. Da sitzt direkt vor mir. Die Hermann-Ehlers-Akademie ist eine etablierte Größe in der politischen Bildungsarbeit und als Schwester der Konrad-Adenauer-Stiftung unumstritten. Das ist, wie gesagt, der Ist-Zustand. Und dieser ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er ist das Ergebnis von Beharrungsvermögen, von klaren Visionen und von einem sehr klaren Blick fürs Machbare. Der Ist-Zustand gehört zu dem Lebenswerk des scheidenden Vorsitzenden. Wenn man sich nämlich die Situation der Akademie im Jahre 1993 anschaut, dann war die heutige Situation weder zwangsläufig noch vorhersehbar. Sie hat ganz maßgeblich etwas damit zu tun, dass Otto Bernhard schon 1993 etwas erkannt hat, was anderen nicht klar war. Wenn die Hermann-Ehlers-Stiftung und die Akademie überleben wollen, dann müssen sie sich ändern. Und wenn es für die Stiftung und die Akademie um mehr gehen soll als ums Überleben, dann darf kein Stein auf dem anderen bleiben und das nicht nur sinnbildlich. Die Trennung von den Wohnheimen außerhalb von Schleswig-Holsteins, der Umzug der Akademie, die Modernisierung des Wohnheims in Bojensdorf, der Neubau auf dem Campus und nicht zuletzt die permanente personelle Verjüngung sind die Pfeiler, auf denen Otto Bernhard die Stiftung, wenn Sie so wollen, neu ausgerichtet hat. Dass Otto Bernhard der Akademie und der Stiftung einen beinahe 27 Jahre währenden Modernisierungs- und Umbaukurs verordnet hat, ist, glaube ich, jedem aufgefallen. Dass der Veränderungsschmerz, der noch auszuhalten war, gehört zu den ganz großen und vor allem bleibenden Verdiensten von unserem scheidenden Vorsitzenden. Dass Akademie und Stiftung heute noch existieren, das hätte vielleicht auch ein anderer Vorsitzender hingekriegt. Deren kerngesunder Zustand, deren feste Verankerung und deren fantastischer Ruf sind aber ziemlich zweifelsfrei darauf zurückzuführen, dass die Stiftung in den vergangenen 27 Jahren den besten Vorsitzenden hatte, den man sich vorstellen kann. Jeder hier im Saal weiß, und jede natürlich auch, die Hermann-Ehlers-Stiftung und die Akademie sind Otto Bernhard zu einem Dank verpflichtet, der nur schwer in Worte zu fassen ist. Ein bisschen kommt es vielleicht zum Ausdruck darin, dass Otto Bernhard eben von der Mitgliederversammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt worden ist. Ein kleiner Dank. Bedürfnis heraus, den Menschen Otto Bernhard und sein Wirken für die Hermann-Ehlers-Stiftung zu würdigen, haben wir 26 Autorinnen und Autoren, darunter unseren Ministerpräsidenten Daniel Günther, Volker Kauder, Norbert Lammert, Hans-Gerd Pöttering und Rita Süssmuth gebeten, ihre ganz persönliche, individuelle Sicht auf Otto Bernhard aufzuschreiben und teils in kleinen Anekdoten festzuhalten. Entstanden ist eine wunderbare Festschrift, die vor allem eins zeigt: dass Otto Bernhard sowohl als Politiker als auch als Vorsitzender der Hermann-Ehlers-Stiftung, als Vorsitzender der Entwicklungshilfeorganisation Mission East und vor allem aber als Mensch eine ganz besondere Persönlichkeit ist. Mutig und visionär, klug und verständnisvoll, enthusiastisch und immer mit einer Prise Humor. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, das wissen viele hier, dann wird das auch so geschehen. Manche würden dies vielleicht mit dem Begriff stur umschreiben. Aber auch deshalb hat er so vieles erreicht. Vielen ist er ein guter Freund, ein loyaler Vorgesetzter und ein geschätzter Gesprächspartner. Ich selbst kenne Otto Bernhard aus meiner Arbeit im Vorstand der Stiftung und habe immer bewundert, wie effizient er unsere Sitzung geleitet hat. Auch wenn ich nicht, wie andere hier im Saal, über viele, viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten durfte, so konnte ich doch sehr schnell feststellen, was für ein frischer Wind ihn stets umweht. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung war es immer ein erfreulicher Anlass, wenn der Vorsitzende in seiner Stiftung anwesend war. Für jeden hatte er, so wurde mir berichtet, ein offenes Ohr. Er selbst hat einen kleinen Kalender,
in denen hat er alle Geburtstage und Jubiläen der Mitarbeiter eingetragen. Und dann hat er auch mal unvermittelt zum Hörer gegriffen und hat diejenige oder denjenigen angerufen und gratuliert. Es ist kein Zufall, dass auch nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung heute hier sind, um sich von ihm zu verabschieden. Eine wichtige Eigenschaft, die einem vielleicht nicht als allererstes einfällt, die er aber trotzdem hat, habe ich übrigens noch nicht erwähnt. Und diese Eigenschaft steht eigentlich allen Politikern gut zu Gesicht, wie ich finde. Es ist die Bescheidenheit. Ich habe eben unsere Festschrift erwähnt. Otto Bernhard hat sein Exemplar dieser Festschrift schon erhalten und gründlich studiert. Er findet, er sei außerordentlich gut dabei weggekommen. Ich finde, das haben Sie auch verdient, lieber Otto Bernhard. Unser Dank gilt heute Abend nicht nur Otto Bernhard. Mit dem heutigen Tag verabschieden wir auch 4 Mitglieder, die dem Vorstand lange angehört haben und die sich nun entschlossen haben, nicht erneut zu kandidieren. Da ist zum einen Dr. Ulrich Mann. Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Herr Dr. Mann, Sie können sich schon mal auf den Weg zu mir machen, bitte. Sie sind seit 1993 Mitglied im Vorstand der Hermann-Ehlers-Stiftung, also genauso lange, wie Otto Bernhard Vorsitzender war. Das ist wirklich beachtlich und ich bedanke mich bei Ihnen im Namen des gesamten Vorstandes für Ihre Mitarbeit, für Ihren Rat und vor allen Dingen für Ihre juristischen Einschätzungen, mit denen Sie die Arbeit des Vorstandes immer und sehr zuverlässig bereichert haben. Herr Dr. Mann, Sie haben eben schon einen Blumenstrauß gekriegt, aber Sie kriegen jetzt noch einen, Sie bekommen noch einen. Herr Dr. Mann hat nämlich einen Blumenstrauß gekriegt, weil er sich es hat nicht nehmen lassen, seinen Geburtstag mit uns zu feiern. Herzlichen Glückwunsch. Der Weg ist nicht ganz so lang, aber bitte, Sie wurden 1997 in den Vorstand gewählt, waren zwischendurch Präsidentin des Landfrauenverbandes und eine starke Stimme für den ländlichen Raum, den Sie auch nach Ihrer Präsidentschaft ab 2009 im Vorstand vertreten haben. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Klint. Kommen Sie auch bitte mal einmal zu mir. Der sitzt auch ganz hinten, der kann sich schon mal auch auf den Weg machen. Einen Kollegen aus dem Kabinett, der 2013 in seiner damaligen Funktion als Kanzler der Universität Lübeck in den Vorstand gewählt wurde. Dr. Grundei hat die Wissenschaft vertreten, neben Professor Frank Kempken, der uns glücklicherweise erhalten bleibt. Wo ist er? Da sitzt er, genau, immer direkt vor mir. Genau. Oliver, dass du nun ausscheidest, kann ich verstehen, trotzdem ist es natürlich sehr schade, aber ich freue mich sehr, dass wir uns in den Kabinettssitzungen zukünftig immer noch weiter sehen werden. Vielen, vielen Dank und auch du bekommst natürlich einen Blumenstrauß. Heute leider Jochen von Allwörden, der aus gesundheitlichen Gründen nicht an unserer Veranstaltung teilnehmen kann. Er war auch vorhin in der Mitgliederversammlung nicht anwesend, aber ich spreche ihm jetzt hiermit trotzdem den Dank aus und alle, die ihn in der nächsten Zeit sehen werden, bitte ich ihm das auszurichten. Außerdem, vielleicht guckt er das Video ja auch. Der heute aus 16 Mitgliedern bestehende Vorstand ist das zentrale Organ der Stiftungsarbeit. Es wurde bewusst auf ein Kuratorium verzichtet, dafür ist der Vorstand mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Die Mitglieder des Vorstandes haben in der Vergangenheit mit dem Schiff Hermann-Ehlers-Stiftung so manche Klippe umschifft und ich freue mich, dass die heutige Mitgliederversammlung dafür Sorge getragen hat, dass der Vorstand auch in Zukunft sehr gut aufgestellt sein wird. So wurden auch heute 5 Beisitzer nachgewählt.
Ich begrüße sehr herzlich im Vorstand der Hermann-Ehlers-Stiftung und vielleicht können Sie einmal kurz aufstehen, diejenigen, die gewählt worden sind. Timea Aden hier sitzt. Alexander von der Heide. Und ich weiß ja, meine Damen und Herren, dass Sie zählen können. Sie haben also gemerkt, das sind nur 4 Personen. Der 5. ist Niklas Herbst und der hat Sitzungsverpflichtungen und deshalb kann er heute leider nicht teilnehmen. Aber auch er ist in den Vorstand gewählt worden. Ich freue mich sehr. Ja, genau. Genau richtig. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den alten und den neuen Vorstandsmitgliedern. Lassen Sie uns gemeinsam das Erbe von Kai-Uwe von Hassel und Otto Bernhardt fortführen und ausbauen. Denn die Hermann-Ehlers-Stiftung ist heute die wohl wichtigste Bildungseinrichtung in Schleswig-Holstein und über die HEA, ein Zentrum der politischen Bildungsarbeit weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus. Dieses Erbe verpflichtet. Lassen Sie uns nun nicht zu sehr in der Vergangenheit verweilen. Die Vergangenheit soll doch vielmehr ein Sprungbrett sein, aber kein Sofa. So sagt es jedenfalls Harold Macmillan, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs. Und so würde ich das auch ganz gerne handhaben. Dank Otto Bernhardt und der gesamten Arbeit des Vorstandes sind die letzten 3 Jahrzehnte ein Sprungbrett in die Zukunft für die Stiftung mit ihrer Akademie. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wohin die Hermann-Ehlers-Stiftung stark ist. Worin? Stark hat die Stiftung und die Akademie den Corona-Lockdown gemeistert. Sie hat gezeigt, wie agil und modern eine politische Stiftung im 21. Jahrhundert arbeiten kann. Wir haben das eben gehört. Um nach wie vor präsent zu sein, wurde kurzerhand ein neues Format ins Leben gerufen mit HEA Talks, interviewte unsere Geschäftsführerin Marcia Jankwitz verschiedene Persönlichkeiten aus Kiel und Schleswig-Holstein, zum Beispiel den Präsidenten des Institutes für Weltwirtschaft, Professor Dr. Gabriel Felbermeier, den Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Kiel, Benjamin Reiners und den Vorstandsvorsitzenden von Haus und Grund, Alexander Blaschek. Aber auch, wo ist sie, Birgit Hess, die leitende Oberstaatsanwältin? Da ist sie, wurde auch einmal interviewt. Interessante Gespräche, die Sie auf dem YouTube-Kanal auch gerne sich nochmal angucken können. Die 20-minütigen Gespräche thematisierten die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf die jeweilige Branche. Das Team um Frau Jankwitz hat hervorragende Arbeit geleistet, die zudem noch nachhaltig ist. Liebe Marcia, ganz herzlichen Dank dafür. Formate wie zum Beispiel ein digitales Barcamp zur sicherheitspolitischen Kommunikation der Marine und ein Online-Planspiel für Schülerinnen und Schüler wurden ins Leben gerufen. Und an dieser Performance sehe ich die große Stärke, aber auch gleichzeitig die zentrale Herausforderung für die politische Bildungsarbeit in den nächsten Jahren. Die Digitalisierung politischer Bildungsinhalte angepasst an die jeweiligen Zielgruppen. Und von denen bedient die Akademie einige. Schüler, Lehrende, Studierende, Bundeswehrangehörige, die gesamte interessierte Öffentlichkeit, aber auch kommunale Funktions- und Mandatsträger. Damit gilt es, sowohl Inhalte als auch Formate, Methoden und Ansprachen neu zu denken, teilweise auch zu überdenken. Die politisch-gesellschaftliche Bildung wird damit neu ausgerichtet, worauf wir uns alle einstellen müssen. Diese Neuausrichtung bedarf weiterhin einer hohen Expertise. Otto Bernhardt sprach vor diesem Hintergrund immer von dem intellektuellen Kapital der Hermann-Ehlers-Akademie. Es sind die insgesamt 9 Gesprächskreise, die er meint, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal unserer Stiftung. Für fast alle wesentlichen Politikfelder gibt es Gesprächskreise, in denen Persönlichkeiten aus dem jeweiligen Fachgebiet ehrenamtlich mitarbeiten. Die Aufgabenstellung wurde fortlaufend den veränderten Schwerpunkten der gesellschaftspolitischen Diskussion angepasst. In den Gesprächskreisen arbeiten gut 100 Persönlichkeiten aus sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen mit. Die Gesprächskreise formulieren die Mehrzahl der Themen unserer laufenden Veranstaltung und erarbeiten Konzepte für aktuelle Fragen.
Begleitet und unterstützt werden sie von unseren Referenten, Herrn Dr. Negler und Herrn Armling. Da sitzen sie irgendwo. Einer ist da, der andere hat sich irgendwie... Da ganz hinten. Die beiden, die zeigen stets mit neuen Ideen und Instrumenten, auch im Bereich der Digitalisierung, welches Potenzial die Gesprächskreise bieten. Da ist zum Beispiel das Gesundheitsforum, das von dem leider kürzlich verstorbenen Professor Dr. Fritz Beeske ins Leben gerufen worden ist und ursprünglich am Freitag der Kieler Woche stattfand. Renommierte Persönlichkeiten aus der Gesundheitspolitik und aus der Medizin kamen nach Kiel, um aktuelle Themen mit den Gästen zu besprechen. Viele Jahre hatte dieses Format Bestand und nun im Jahre 2020 fand das Gesundheitsforum mit dem Titel Diagnose Instagram zum Verhältnis sozialer Medien auf die psychische Gesundheit zum ersten Mal digital im Rahmen der digitalen Woche Kiel statt. Ein sogenannter Hybrid-Event, das live gestreamt wurde und das Sie sich im Nachgang auch gerne nochmal auf unserer Homepage angucken können. Und Sie merken, wie sich die Auf- und Darstellung der politischen Bildung verändern und anpassen muss, nicht nur wegen Corona, aber auch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun möchte ich ganz im Stil von Otto Bernhard mit einer starken persönlichen Note zum Abschluss kommen. Erstens, im Namen des gesamten Vorstands und der Mitglieder danke ich Otto Bernhard von ganzem Herzen für seine großen Verdienste für unsere Stiftung und für unsere Akademie. Danke, lieber Otto Bernhard. Ganz explizit Ihnen. Unsere Gedanken und unsere guten Wünsche begleiten Sie und alle hier im Saal sind Ihnen sehr verbunden. Zweitens, die Hermann-Ehlers-Stiftung ist für die Zukunft gut aufgestellt. Mit 2 Studentenwohnhäusern, einem tollen Team um Marcia Jankwitz und den vielen Ehrenamtlern und Engagierten freue ich mich auf die nächsten Jahre. Ich freue mich außerordentlich, dieser Stiftung in dieser neuen Funktion anzugehören. Und werde mit all meinen Erfahrungen die Stiftungsarbeit versuchen voranzutreiben. Und nun erlauben Sie mir noch einen Wunsch. Ich möchte mit Ihnen allen die Hermann-Ehlers-Stiftung noch weiter ausbauen. Das heißt in Ihrem Netzwerk und in Ihrem räumlichen wie gesellschaftlichen Reichweite. Denn die gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit brauchen eine starke und selbstbewusste Stiftung, die klare Antworten auf komplexe Fragen gibt, die kontroverse Diskussionen zulässt und professionell moderiert, die gegen Fake News, Verschwörungstheorien und populistische Argumente und antisemitische Entwicklungen gegen angeht, die politische Bildung auf freiheitlicher, demokratischer und christlicher Grundlage fördert und deren Inhalte, Methoden und Formate im 21. Jahrhundert überträgt und schließlich Grundlagen für die Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Zeit schafft und diese weitervermittelt. Dazu wünsche ich mir weiterhin Ihre Bereitschaft und Ihre Mitwirkung. Und nun lassen Sie uns ein bisschen zusammen feiern mit einem weiteren Musikstück unseres Musikers Jonathan Pandelaki und im Anschluss mit einem Grußwort unseres Ministerpräsidenten Daniel Günther. Vielen Dank, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. You've got a friend in me.
Ja, liebe Sabine, liebe Familie Bernhard, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, verehrte Freunde und Fans der Hermann-Ehlers-Akademie, ich freue mich sehr darüber, für die Landesregierung heute ein Grußwort sprechen zu dürfen. Und ich glaube, am Anfang gehört es dazu, Sabine, auch wenn du eben schon beklatscht wurdest, dem neu gewählten Vorstandsmitgliedern herzlich zu gratulieren und insbesondere dir an der Spitze dieses Erbe anzutreten. Alles Gute dafür zu wünschen, das ist eine große Aufgabe, aber du wirst die hervorragend meistern. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Pandelaki mal ansprechen, der ja uns musikalisch unterhält. Und ich finde, in diesen Zeiten, wo wir, glaube ich, alle miteinander wissen, ich sag mal, eine Akademie mit auch ein bisschen öffentlicher Unterstützung, wir können alle ein bisschen weiterarbeiten, aber unsere Kulturschaffenden haben das wirklich in diesen Zeiten echt schwer. Und in diesen Tagen, Karin Prien, haben wir den Kunstpreis verliehen, mal wieder eine Veranstaltung, wo Künstlerinnen und Künstler auch eine Gelegenheit bekommen, sich mal wieder zu präsentieren, was viele Monate nicht ging. Und ich muss sagen, für mich ist das immer wieder bewegend, wenn ich Menschen sehe, die so lange ihren Beruf nicht ausüben konnten, im Moment auch in existenziellen Schwierigkeiten sind. Und ich wäre dir einfach dankbar, wenn du ganz liebe Grüße an die gesamte Kulturszene gibst. Und wir sind wirklich richtig stolz darauf, dass ihr auch miteinander durchhaltet. Wir versuchen alles zu tun, um euch sicher behütet durch diese Krise durchzubringen. Aber ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich, dass du uns heute hier mit der Veranstaltung unterstützt. Ja. Besondere Freude, als Ministerpräsident heute hier sprechen zu dürfen zur Verabschiedung von dir, lieber Otto, als Vorsitzender der Stiftung. Und ich meine, hier geht eine Institution mit Otto Bernhard in der Stiftung. 52 Jahre, das ist schon beeindruckend, zwei Vorsitzende nur zu haben. Das zeugt von Kontinuität. Und Otto Bernhard hat diese Stiftung wirklich, Sabine hat das eben formuliert, in diesen Jahren wirklich ein ordentliches Stück richtig vorangebracht. Wenn man sich mal daran erinnert, wo die Stiftung 1993 stand, eine ganz andere Aufstellung seiner Zeit. Da war noch politische Bildungsarbeit in Niedersachsen, Studentenwohnheime in Niedersachsen. Und das war einer der ersten Schritte, das ein bisschen auseinanderzuziehen. Die politische Bildungsarbeit wurde auf Schleswig-Holstein konzentriert. Und irgendwann, Otto Bernhard kann ja mit Zahlen gut umgehen, hat man halt gemerkt, nur Studentenwohnheime so weit weg, das funktioniert einfach dauerhaft nicht. Und das war in seiner Amtszeit, als entschieden wurde, sich wirklich hier auf Kiel zu konzentrieren. Dadurch wurden wieder finanzielle Mittel frei. Und wenn man sich so die Markensteine anguckt, was in diesen Zeiten geschaffen wurde, Otto, 2009, die Sanierung auch des Hermann-Ehlers-Hauses in der Gurlitzstraße, dann 2013 der Kauf der Villa, das alte Gästehaus der Landesregierung, was ja zum 90. Geburtstag von Gerhard Stoltenberg auch in Gerhard-Stoltenberg-Haus umbenannt wurde.
Und natürlich der Bau des Studentenwohnheims wurde ja auch mit dem Nachhaltigkeitspreis der Stadt Kiel ausgezeichnet. 155 zusätzliche Plätze, auch eine Riesenherausforderung für eine Stiftung. All das ist mit dem Namen Otto Bernhard auch in dieser Zeit verbunden. Und ich glaube, wenn man hier mit so vielen Weggefährten auch zusammen ist, dann weiß man, wie wichtig es gewesen ist, dass Otto Bernhard seine Kompetenz in diese Stiftung eingebracht hat, die er sich in der Partei natürlich auch erworben hat. Ich bin ja auch Landesvorsitzender, darf ich ja nebenbei auch einfließen, dass Otto Bernhard 1958 die Junge Union in Rendsburg gegründet hat. Ganz viele Jahre von 71 bis 84 Landtagsabgeordneter, teilweise auch parlamentarischer Staatssekretär für uns war. Kreisvorsitzender der CDU Rendsburg-Eckernförde von 1980 bis 2004, 24 Jahre. Und Bundestagsabgeordneter eine ganz lange Zeit von 98 bis 2009 immer wieder Verantwortung übernommen. Und was ihn immer ausgezeichnet hat, das vergisst man oft, weil man bei ihm ja immer denkt an den Banker, an den Abgeordneten, dass er einen ganz, ganz wesentlichen Teil vieles im Ehrenamt gemacht hat. Und hier sind ja auch ein paar Kreisvorsitzende mit dabei, was es bedeutet, einen Kreisverband zu führen im Ehrenamt. Nicht als Abgeordneter nebenbei, ich will das gar nicht despektierlich sagen, das ist trotzdem natürlich eine große Herausforderung, aber wirklich über den weit überwiegenden Teil im Ehrenamt, alleine von 84 bis 98, kein Mandat nebenbei und das alles nebenbei gemacht, das ist auch ein besonderes Verdienst in dieser Zeit. Und jeder, der Otto Bernhard kennt, weiß, wenn der irgendwelche Zahlen aufgeschrieben hat, dann stimmten die immer. Das paarte sich bei ihm, Otto, das darf ich heute auch mal sagen, nicht unbedingt mit einem besonders brillanten Namensgedächtnis. Da musste man immer noch mal kurz nachfragen. Auch im 27. Jahr des Vorsitzes der Stiftung blieb das Studentenwohnheim in der Gurlitzstraße, das Studentenwohnheim in der Görlitzstraße, Otto Gurlitzstraße. Und ich muss mich immer selbst auch daran erinnern, ich habe ja ganz viele Jahre, Otto, von dir gelernt und mit dir auch zusammengearbeitet. Aber er hat mir mal einen Zettel hingelegt und hat mir drei Namen darauf geschrieben. Das waren die Namen Carlsson, Mommsen und Wiegand. Dann habe ich gedacht, das sollte irgendwas mit Finanzen zu tun haben. Nach einiger Zeit kam ich bei Wiegand auf Rainer Wiegard, den Finanzminister. Bei Carlsson dauert es ein bisschen länger, daher kam ich darauf, das ist der heutige Minderheitenbeauftragte Johannes Kalsen gewesen, den er damit meinte. Und bei Mommsen habe ich am längsten überlegt, bis ich darauf gekommen bin, das war der damalige Günter Kohl, wird das wissen, damalige Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Mommel Thiessen, den ich aber irgendwann am Ende auch noch identifiziert habe. Und Otto, ich weiß ja, dass es dir auch wichtig ist, dass wir heute hier fröhlich beieinander sind. Deswegen dachte ich, plaudere ich das einfach mal aus am heutigen Tag, ohne dass du mir das krumm nimmst. Aber ich will in allererster Linie, lieber Otto, dir ganz, ganz herzlich Dank sagen für deine großartige Lebensleistung hier in der Hermann-Ehlers-Stiftung. Dich hat immer deine Familie hochgehalten. Das weiß ich auch persönlich. Deine Enkelkinder von Nicole, das ist das Lebenselixier, was auch heute dafür sorgt, dass du immer noch unter uns bist. Und ich weiß, dass auch deine Töchter, Nathalie will ich dabei auch nennen, die ich noch kennengelernt habe als junger Kreisvorsitzender in der Diskothek K7, unglaublich lebenslustiges Mädchen, was viel zu früh verstorben ist, lieber Otto. Und ich weiß, wie sehr dich das getroffen hat und wie sehr du sie immer noch als deine zweite Tochter heute empfindest, lieber Otto. Ich hoffe, das hält dich weiterhin so wirklich lebenslustig und du bist weiterhin auch mit dabei. Ich darf dir persönlich von hier aus alles Gute gesundheitlich wünschen. Danke für alles, was du für die Hermann-Ehlers-Stiftung geleistet hast. Alles Gute, lieber Otto. Zwei kurze Anmerkungen, und zwar
zwar ist etwas passiert, was noch nie passiert ist. Otto Bernhard hat mir eine Sprachnachricht per WhatsApp geschickt. Und er hat mich darum gebeten, dass ich Ihnen diese Nachricht heute vorspiele. Das werde ich jetzt hiermit tun. Herzliche Grüße, liebe Freunde der Hermann-Ehler-Stiftung. Ich gratuliere Ihnen, sehr verehrte Frau Dr. Sabine Südelin-Waag, zu Ihrer Wahl zur neuen Vorsitzenden der Hermann-Ehler-Stiftung und wünsche Ihnen für diese spannende Aufgabe Glück und Erfolg. Ich begrüße unseren Ministerpräsidenten und ich begrüße unsere Kultusministerin. Gerne wäre ich natürlich mit von der Partie, das geht aber leider nicht. Ich will die Gelegenheit nutzen, um unseren Mitarbeitern ein Kompliment für die hervorragende Arbeit in schwieriger Zeit auszusprechen. Stellvertretend nenne ich Marzia Jankwitz, Jan Wilhelm Armling und Dr. Richard Negler. Ich freue mich besonders, dass von meiner Familie meine Tochter Nicole, mein Schwiegersohn Jan und meine vier Enkelkinder Paul Robert, Charlotte, Marie-Sophie und Antonia mit von der Partie sind. Ich wünsche euch allen einen angenehmen Abend und hoffe, dass wir uns bald mal wieder persönlich begegnen. Gruß, Otto Bernhard. Alles so geregelt, dass er sich das anschauen kann und ich bin mir sicher, dass er sich sehr darüber freuen wird. Bevor das Buffet eröffnet wird, würde ich noch gerne einmal auf ein Gästebuch hinweisen, das am Ausgang dieses Saales ausliegt und in das ich Sie bitten würde, sich alle einzutragen, damit wir auch das ihm überreichen können und diese Veranstaltung sozusagen vollumfänglich dokumentieren können, damit er seine Freude daran hat. Vielen Dank, dass Sie hier sind und damit würde ich sagen, ist das Buffet dann auch eröffnet. Okay.